So, YouTube, hallo, herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind wieder mittendrin statt nur dabei. Und ich suche den Vogelkäfig. Irgendwo hier bei Pebbles in der Nähe hatte ich den dritten oder den zweiten respektive abgeworfen. Ich sehe ihn gerade nicht. Und dann wollten wir die drei Herren da, oder ich hoffe, es sind drei. Drei hatten wir zumindest wahrgenommen. Mal unter die Lupe nehmen, was mit denen so Sache ist. Werde ich ihn jemals wiederfinden? Wäre halt cool, wenn sowas dann automatisch auf der Karte markiert wird. Ah, da ja, wird. Bei B. Nee. Die ist auch nicht mehr hier. Klasse, die wechseln auch noch die Position. Weiß nicht, ob das so eine Situation ist, wo vielleicht... ein Rettertrank vielleicht nicht schlecht wären. Ich werde wissen, ob die gut oder böse sind. Ich meine, so könnte ich sie super überraschen. Nicht, dass ich unschuldige Bürger, die da jagen, einfach abknalle, nicht? Jetzt müssen wir aber erstmal die Falle nochmal neu aufstellen. Unsere Vitalität ist auch lange nicht mehr hochgegangen. Vielleicht muss ich das Pferd da hinten rufen, was lauter ist. Gucken wir mal den anderen Käfig an. Ob die da wenigstens reingegangen ist. Jakobit Rehe. Ah. Jawohl. Die ist zumindest reingegangen. Haben wir schon mal zwei. Wir sind ja eigentlich nur deswegen hier, nicht? Und nicht, um die Leute umzuhauen. Das wäre nur ein Bonus. Wir gucken nochmal. Haben wir jetzt alle drei? Wurde der eine nur falsch angezeigt? Ich guck mal. Leer. Zwei Leere. Hä? Zwei Leere? Aber zwei war noch gefüllt. Habe ich vier? Ja, okay. Ich habe vier Käfige anscheinend. Aber zwei habe ich, zwei volle. Okay, wie viel muss ich denn holen? Waren es vier? Drei kostbare Nachtigallen. Nein, eine fehlt nur noch. Wahrscheinlich genau hier bei den Banditen. Okay. Komm zumindest gucken.
Geister! Was ist hier los? Oh, da ist der zweite. Du bist zur falschen Zeit am okay, falschen die sind böse. Alarm! Oh. Ich schlachte dich ab! Oh, oh. Wegrennen. Okay, wir müssen wechseln. Ah, verdammt, wir bluten. Ich habe nicht gespeichert. Und ich kann auch nicht wegrennen. Aua. Ja, zu dritt. Okay. Letzte Chance, toter Mann. Das wird eine Freude. Ja. Das ist halt die Scheiße, nicht? Man kann nicht speichern und wir müssen jetzt alles dahin reiten. Deswegen mag ich dieses Speichersystem nicht, gerade weil die Kämpfe so zufällig sind. Aber jetzt wissen wir wenigstens beim nächsten Mal, okay, das sind Banditen. Ah, wow. Wir haben nicht mehr verkauft. Oh, nein. Das hat ja gar nicht gespeichert irgendwann. Ah, das ist halt wirklich Rotze, nicht? Man hat 1,5 Stunden dann quasi verloren, weil es einfach keine Speicherpunkte in diesem Spiel gibt, innerhalb von Quests, die man macht. Und das ist halt, das war für mich eine schlechte Designentscheidung. Und dass sie das nie wieder in den zweiten Teil so übernehmen wollen, macht mich eigentlich eher traurig und stutzig, dass man sich da nicht Mühe gegeben hat, vielleicht was Besseres zu erfinden. Schöne Kacke. Das Würfelspiel haben wir nicht gewonnen. Nicht? Warum speichert der nicht nach dem Würfelspiel? Einfach so Kleinigkeiten. Wäre einfach cool. Ah, Mann. Ich hätte halt... Gut, ich wollte ja eigentlich auch nicht kämpfen, nicht? Ich wollte nur gucken, ob die böse sind. Und dass die dann aber gleich alle ankommen. Ich wollte ja eigentlich nur einen erstmal angucken, ob das ein Bandit ist. Weil woher soll man das wissen, nicht? Das ist auch so ein bisschen... Da kommt jemand auf dich zu. Auf einmal ist ein Bandit und haut dir eine rein. Oh, klasse. Ja, ich bin aber Bogenschütze. Dann gib mir doch irgendwie einen Hinweis, dass der vielleicht böse ist. Ne? Ein Banner oder irgendwas. Ne? Man wird halt überrumpelt dann. Und dann speichert das Spiel schon vorher nicht ewig. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Okay. Alles nochmal wiederholen. Ah, wir wollten auch ins Badehaus, nicht? Selbst das haben wir nicht gemacht. Oh, Mega Kacke. Das ist wirklich Déjà-vu jetzt 3.0. Wisst ihr was? Nee, nicht warten. Heinrich. Inventar. Braucht darauf erstmal ein Bier. Auf diesen Schock. Und ich auch. Prost. So viel Sachen gut sind, aber das war halt wirklich immer eine Fehlentscheidung in meinen Augen. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, den Mod runterzuladen für unendliches Speichern. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ich habe diesen Morgen schon mal erlebt. Ich bin an euren... Ja, ja. Und was das? Ja, ja. Ein Bad neben Kleider. Ja, danke. Falschen, wir geben ihr das diesmal... Das ist mir zu teuer. Trinkgeld, aber diesmal und wie mehr. Würdest du zahlen? Nee, ich hatte ihr nicht und sie hat nichts gesagt. Nö, krieg nur 10. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Aber hier gab es nämlich auch keinen Rufzuwachs. Oh.
Das ist halt besonders ärgerlich, nicht, wenn man ein Gebiet erkundet und dann durch so eine Zufallsbegegnung halt zum Beispiel auch aus dem Leben gerissen wird. Da hatten wir diesmal relativ viel Glück. Das eine Mal war schon echt knapp, nicht, wo der zweite dann kam. Wo ich dachte, das ist eine Wache dann, die uns helfen will. Nein, da war es ein zweiter Zufallsereignis mit einer zweiten Banditen. Das war halt nicht so geil. So. Bei dem konnte ich nichts verkaufen. Aber wir hatten hier hinten unser Schwert gemacht. Oh Mann. Also, da denkt man auch nicht dran, nicht, dass in so langer Zeit nicht irgendwann mal ein Speicherpunkt angelegt wird. Das ist heutzutage und schon damals einfach irgendwie einfach eine dämliche Entscheidung gewesen in meinen Augen. Oh. 88. Ja, das, da geht noch mehr. Kriegen wir noch mehr hin. ...99. Wunderbar. Jetzt noch das Schwert. Und beim Schwert hat man nichts gesehen, ne? Das war ein bisschen komisch. Ah! Okay, hier ja. Vorhin hat man irgendwie nichts wahrgenommen. Aber warum skillen wir jetzt nicht hoch? Vorhin haben wir hochgeskillt. Jetzt. Neue Stufe reparieren. 98 das Schwert. Sehr gut. Hatten wir beim Dings was genommen? Redekunst, Vitalität, Stärke? Nee. Ah, aber ich weiß, was wir noch hochgebracht haben. Nee, nicht schleichen. Bei Nahrung, dem Wein. Nee, warte, dem billigen Wein wollten wir trinken. Und da wollten wir dann die Trinkfestigkeit nehmen. Ja, dann legen wir uns, bevor wir losgehen, dem Biergenuss hier, eine Stunde hin oder eine halbe, nicht? Das ist halt gut. Dann machen wir es halt so. Dann müssen wir im Zweifel nur die ganze Zeit reiten dahin. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen, greift zu! Karotten und Äpfel! Ein wahrer Hochgenuss. Ja. So frisch sind sie. So frisch. Mentos, Freshman. Du. Ah, der ist noch nicht da. Wollen wir mal zuerst beim Fleischer, nicht wahr? Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Handeln. Gott behüt dich. Verkaufen. Das Hirschfleisch. Und du zahlst mir gar nicht so viel dafür, nicht? Dann gebe ich es dem anderen vielleicht lieber. Wow, ich halte 1. Ah, das lohnt sich nicht. Ich muss hier irgendwas verkaufen. Damit wir da wenigstens ein bisschen was machen können. Ich habe auch die ganzen Sachen, die ich in die Kiste gepackt habe, jetzt wieder dabei. Oh Mann. Lass uns über den Preis sprechen. Ja, ja, komm. Wir skippen jetzt alles. Hier. Und etwas für die Mühe. Danke. Zack.
Ja, jetzt müssen wir hier, ich glaube, der Schuster, ja, da müssen wir auch hin, aber jetzt hier müssen wir das Spiel auch nochmal machen. Oh Mann, ach komm, das Würfelspiel lasse ich diesmal weg, oder? Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und dann verlieren wir es vielleicht, dann ist es noch bescheuerter. Ist er schon da? Ah, die sind schon da. Die müssen noch aufmachen. Haben wir auch schon alles geerntet, nicht? Zeigt Gnade. Ah, ne, hier noch ein bisschen Löwenzahn. Können wir ja mitnehmen. Kräuterkunde erhöht. Ah, das ist gut. Das haben wir vorhin nicht gehabt. Was können wir uns denn dafür nehmen jetzt? Level 14. Noch nix. Weil wir erst noch einen Punkt davon kriegen müssen. Den kriegen wir erst mit einem Level 15. Dann kriegen wir 15% mehr Ertrag aus Kräutern. Na, immerhin das. Oh. Vielleicht haben sie jetzt schon auf. Na, nur eine Schubkarre. Habe ich hier nicht gerade gepflückt? Da ist nochmal Kamille. Was gut ist, dass wir Handschuhe anhaben. Weil sonst wäre das mit dem Brennnesseln, glaube ich, nicht ganz so geil. Jetzt sind wir schon echt über 50% voll. Ah, ich habe vergessen, den ganzen Scheiß abzuladen. Man vergisst halt auch die ganzen Sachen, die man gemacht hat, dann irgendwann mal. Ah, öffnen! Jawohl, er ist endlich da. Hallöchen, Herr Apotheker. Guten Tag, wie kann ich helfen? Ja. Lass uns handeln. Möge Gott über dich wachen. So, verkaufen. Wir möchten verkaufen die gesamten Brennnesseln. Eine Distel. Ne, die Einbeeren wollten wir behalten. Ah, das Hirschleder wollte ich noch verkaufen, nicht? Die Mohnblumen. Ringelblumen. Salbei. Spinnennetz, Silberkelch, will ich alles ablegen unten. Nahrung konnte ich ihm nicht mehr verkaufen. Er würde die Waffe sogar nehmen. Aber die verkaufen wir hinten. 65. Besprechen wir den Preis. Hatten wir nicht vorher 68? Oder hatten wir 58, nicht? Ne, 68 würde er direkt nehmen. Machen wir 69. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Wenigstens sind da den Taler mehr rausgeholt. Okay. Und dann sind wir auch schon nicht mehr so überladen. So, jetzt zum guten Herrn Schneiderinus. Oh, Mann. Mach doch mal endlich auf. Wo ist der Typ denn? Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Bist du nicht der Gehilfe? Ich hoffe, ich kann dir zu Diensten sein. Gehilfe vom was? Möge Gott über dich wachen. Ich dachte, das ist der Wildhüter. Greif zu. Brot, wer bist du? Bürger. Brot, leckeres Brot, Semmeln und Brezel. Jetzt haben sie auf. Endlich. Aber der... Ah, doch, da. Ich wollte gerade sagen, der ist nicht da. Gott sei mit dir. Ja. Du mich auch. Wir gucken mal. Was müssten wir reparieren? Das können wir selber reparieren.
handeln. Was wollte ich ihm überhaupt verkaufen? Ich habe, glaube ich, gar nichts für ihn. Warum habe ich nichts für ihn? Ach, das liegt unten in der Truhe. Das habe ich nicht mitgenommen. Ah, weil ich die anderen Sachen nicht abgelegt habe. Ah, da wird ein Schuh draus, wie man so schön sagt. Komm, ich laufe jetzt nicht bis zum Schuster hoch. Guten Tag, werter Herr. Beste Grüße. Also uns handeln. Verkaufen. Wir wollten dir diesen Bogen verkaufen. Der zahlt gar nicht so viel dafür. Der andere unten hätte mehr gezahlt. Okay, gut zu wissen. 12 und hier 10. Oh, hier zahlt er auch weniger. Hätten wir eigentlich auch beim anderen verkaufen sollen, vielleicht lieber. Reden wir über den Preis. Ist gut. Hey, komm. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke. Tausend Dank. Ruf verbessern bei ihm ist wichtiger. Oh, man fährt. Hallo, Herr Schuster. Gott sei mit dir. Ja. Reparatur. Oh, 4,9 nur. Und wir kaufen. Lass uns handeln. Alles Gute. Sonstiges kleines Schuster-Set. Genau. Reden wir über den Preis. Ja. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Danke. Tausend Dank. Boah, Ruf verbessert. Da haben wir jetzt alles erledigt. Außer zu würfeln. Aber der Würfler ist auch nicht da. Guck. Da. Dann nach Hause, alles ablegen, einmal kurz schlafen, speichern dadurch und dann wieder auf zu den Nachtigallen jagen. Und diesmal wissen wir, dass die Typen da gefährlich sind. Dann locken wir sie vielleicht auch gar nicht erst an, nicht? Oder wir gehen andere Taktiken. Das Spiel hatte durchaus Möglichkeiten, dass man zum Beispiel nachts die Tränke vergiftet und dann die Leute kalt macht. Aber wir haben keinen Gifttrank. Wir haben höchstens Schlaftrunk, den ich ins Essen mischen könnte. Dann würden sie fester schlafen und länger. Okay, da ist unsere Truhe. Keine Ahnung, was ich verkaufen wollte. Aber wir können ablegen. Die Tränke. Nee, Retterschnaps nicht. Den Schnaps wollten wir ablegen. Das. Den Wein auch erstmal. Met wollte ich mitnehmen. Hier wollten wir ablegen. Die Einbeeren. Das Schuster-Set. Den Silberkelch, Spinnennetz. Die Schlüssel haben kein Dings. Verbände dabei haben ist immer gut. Die Karten haben wir auch noch nicht angeguckt. Kamille. Oh, die Kamille habe ich nicht verkauft. Shit. Dann lege ich die jetzt mal ab. Blumenmädchen müsste eh aktiv sein. Ich könnte auch Groschen ablegen. Gut,
Aber was hilft mir das nicht, wenn ich hier Geld ablege? Wenn ich sterbe, sterbe ich eh. Aber von daher. Gehupt wie gesprungen. Ich könnte das Schwert ablegen. Wie viel haben wir jetzt? 69 Gewicht nur von 105. Das ist doch okay. Speichern. Ja, seht ihr, das vergisst man ganz schnell. Okay. Und wirklich nur ein Stündchen. Eigentlich reicht das schon. Ich weiß nicht, ob es eine Mindestzeit zum Schlafen und Speichern gibt. Anscheinend. Er hat nicht gespeichert. Warte, weil ich... Ja, ich weiß warum. Weil ich nicht gedrückt gehalten habe. Schlafen und speichern. Oh, Mann. So, machen wir Energie auf 95. Das brauchen wir lange. Okay. Geht nicht höher. Wieder nicht gespeichert. Nein. Oh Mann, diese Bedienung. Oh, ich hasse es, wenn man Tasten gedrückt halten muss mit Doppelbelegung. Okay, dann schlafen wir jetzt einfach 2 Stunden, keine Ahnung. Und lassen ihn von alleine weiterschlafen. Wir trinken so lange was. Prost. Es war schon 14 Uhr. Aber wir reiten diesmal auch direkter dahin, nicht? Wir wissen, da ist irgendwo eine Brücke, wo wir rüber müssen. Jetzt Spiel gespeichert, endlich. Das wollte ich lesen. Das heißt, irgendwo hier dem Weg am besten folgen. Nee, nicht diesem Weg. Warte mal. Muss noch ein anderer Weg sein. Der hier. Na, hier wohnen auch noch Leute. Stimmt. Ich glaube, da sind auch Händler dabei. Gerber und sowas. Hinten die schönen Felswände. Ein Bildstock. Planwagen. Nest. Interessiert uns nicht. Ah, hier sind die ja schon. Das ging aber fix. Okay, vorhin haben wir uns ja richtig durchgequält. Oh, mein Gott. Och nö, häng doch nicht an den einzelnen Dingern hier fest. Das Schlimme ist, man kann so viel über moderne Spiele sagen, wie man will. Viele machen die gleichen Fehler. So, nicht? Man reitet... Es wird nicht automatisch ausgewichen, etc., etc. Ich glaube, die saßen hier direkt oben, ne? Muss ich ein bisschen aufpassen. Oh, oh. Und zwar genau da saßen sie. Dann ist noch einer. Der ist weit ab von den anderen.
Ja. Okay, guck mal, wir haben aber nur 3 Käfige. Vorhin hatten wir 4. Sehr interessant. So, bist du Bandit? Oder, nee, das ist nur ein Wanderer, nicht? Ah, okay. Ja. Glück gehabt für dich. Kann hier nur in dem Baum sitzen, nicht? In den Bäumen kann hier nicht sein. Achso, und ich habe die Quest gar nicht aktiv, nicht? So, dann weiß ich gar nicht, welches Gebiet das sonst wäre. Vielleicht hätte ich die erst umhauen sollen. Wenigstens einen davon würde ich gerne umnieten. Das sieht doch noch einen guten Spot aus. Wo bist du? Vöglein. Vor allem, dem wurden die Flugfedern gestutzt. Aber sie konnten trotzdem von da nach da fliegen. Da höre ich sie. Hier. Habe ich jetzt einen Käfig abgeworfen oder nicht? Ich sehe keinen. Seht ihr, jetzt haben wir nämlich ein Problem. Ein Käfig ist weg. Das ist verbuggt. Ah, klasse. Okay. Das ist ja blöd. Ich habe nur noch einen Käfig. Aber auf der Karte ist nur B markiert. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Oh Mann, das sind so Game-Breaking-Bugs, nicht? Wo man sagt, nee, das muss doch nicht sein. Ja, okay, dann kann ich nochmal laden, oder? Ich kann noch mal versuchen, wenn ich den letzten hier abwerfe. Vielleicht kriege ich dann wieder 2. Oder habe ich vielleicht hinten 2 abgeworfen? Also da können wir noch mal gucken gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich laden. Also, dann ist es gerade echt cursed, nicht? Die Stelle, die uns nicht gönnen möchte. So, wo ist... Aber das ist doch Kacka. Aber es gehört zum Spiel dazu, nicht? Es zeigt... Die Probleme. So, einen leeren Vogelkäfig habe ich nur. Und eine Vogelfalle nur eingesammelt. Und keine abgelegte. Na gut. Da hilft nur eins. Laden. Was soll ich sonst machen, nicht wahr? Also wenn Questgegenstände einfach aus dem Inventar verschwinden, ist das einfach mal bescheuert.
Zum Glück haben wir nichts gemacht, nicht? Wir haben nur alles ausgeladen, gespeichert und sind den Weg runter. Es ging ja recht fix. Trotzdem ärgerlich. Und das hat mir nämlich beim ersten Spieldurchgang, den ich vor Jahren, also 2018 hatte, auch den 90-Stunden-Spielstand verbuggt. Genau sowas. Weil ich dann was im Inventar hatte, was ich eigentlich abgelegt habe, und dadurch waren alle böse auf mich. Du hast das geklaut! Aber du kannst den Questgegenstand auch nicht ablegen, und da, wo du ihn ablegen solltest, da lag er schon. Das war einfach... Alle haben mich einfach angegriffen. Es war einfach vorbei, ne? Und das in der Questline, nicht? Das ist Absicht, damit die Wachen dich angreifen, wenn du da das hinbringst und so. Alles schön und gut. Aber dann bist du, schaffst es, legst es ab und es zählt nicht als abgelegt. Und jetzt haben wir das Problem, ich habe was abgelegt und das ist einfach verschwunden. In der Welt und im Inventar. Also das sind so fundamentale Sachen, die einfach nicht passieren dürfen. Veronika Wald. So. Da wir wissen, dass die da links campen, dann reite ich jetzt mal hier rechts hinter die Burg. Und hier sollte ja auch die erste Dingsi dann sein. Ja, ja, okay. Pferd, bleib stecken. So. Leerer Vogelkäfig 3. Ich möchte einen. 2. Keiner ist hier. Wow. Okay. Da muss ich das, glaube ich, anders machen. Okay. Es geht gar nicht mehr gerade. Das ist ja verrückt. Okay, alles, was ich abwerfe, verschwindet. Kann das sein? Dann wir werfen mal die 5 Verbände ab. Ja. Okay, das Spiel ist komplett verbuggt gerade. Die 26 Langstreckenpfeile. Okay. Das ist ja echt bescheuert. Ah, die fallen. Jetzt haben wir's. Warte mal, ist X gedrückt halten zerstören? Nee. In die Satteltasche ist, weil das Pferd in der Nähe stand. Oh, weil das Pferd in der Nähe stand, ist es in seiner Satteltasche gelandet. Kann das sein? Wie kann ich denn in deine Satteltasche überhaupt gucken? Du hast doch gar keine. Warte mal. Gefährten. Nee, ich will nicht in Inventar machen. E ausrüsten. Das ist das Ding. Inventar. Oh, Reitzeug. Da! Da sind die Vogelkäfige und Langstreckenpfeile hin. Meine Güte! Oh, weil das Pferd neben mir stand und ich X nicht lang genug gedrückt habe. Alter, oh Mann. Also, wow. So, ich habe hier doch irgendwas jetzt weggeschmissen. Baldrian. Nee, den wollte ich nicht sammeln. Hier. Die Jagdpfeile. Okay. Jetzt nochmal. X gedrückt halten. So, Falle aufgestellt. Meine Güte. Das ist eine schwere Geburt gewesen. Aber da sieht man, dass
wenn man das nicht weiß, dass das Pferd eine Satteltasche hat, dann ist das eine ganz üble Sache und schlecht designt. Da hätte ein anderes UI-Element sein müssen, nicht? Irgendwas sich ein bisschen anders verhalten. Es sieht grafisch aus wie ablegen und man legt die Sache nicht ab. Und dann fragt man sich, warum? So, es kann durch Zufall was passieren und es gibt halt keine Informationen darüber. So, warum kann ich überhaupt einen Questgegenstand in die Pferdetasche verschieben? Hier. Ja. Schon wieder. Es ist schon wieder passiert. Und das Pferd ist nicht mehr in der Nähe. Ah. Das ist wirklich. So, Falle aufgestellt. Mein Gott. Das ist, wenn man das auch noch nicht benutzt hat, dann ist es einem auch nicht klar, nicht, dass das passiert. Oh Mann. Da fehlt vielleicht eine Aufgabe, Heinrich, hier hast du noch ein Brot, pack es in die Tasche des Pferdes. Und eine kurze Erklärung einmal oder so. Dass man da einen Zugang zu findet. Ich hab's ja gerade gehört, oder? Ja. Ja, hier. So, X gedrückt halten. Okay. Aber wenigstens kein Bug. Das waren, also heute drei ganz schreckliche Folgen, würde ich sagen. Die eine, da waren wir nur im Wald, da haben wir nichts gefunden, nicht mehr den Typen, den wir suchen. Dann waren wir dreimal hier, haben nicht geschafft, die drei Vögel zu sammeln, haben einen Tag dreimal erlebt. Oh Mann ey, sage ich nur. Oh Mann ey. Ich würde sagen, wir sammeln die Käfige ein. Und guck mal, ob wir einen von den Herren da hinten, ja, vielleicht anpieksen können mit einem Pfeil und Bogen. Bis gleich.